Sodale, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die hier in der 1.0. Freut mich, dass du dich eingeschaltet hast. Das Ding muss weg. So, ich habe hier auf der anderen Seite auch mal angefangen. Das Ganze wieder noch einen breiter gemacht, so wie es auf der anderen Seite auch ist. Dass es alles symmetrisch ist und passt. Wir wollen ja hier nichts Krummes haben, ne? Keine krummen Dinger. Und ja, was soll ich sagen? Wir brauchen Beton ohne Ende. Beton ohne Ende. Aber ich habe keinen Bock, das alles mit diesem ömmeligen Clownhammer hier zu machen, ja. Deswegen machen wir heute Folgendes. Und zwar fahren wir jetzt erstmal mit unserem Moppelpad da hinten zur Quest. Säubere das befallene Gebiet. Die machen wir, dann bringen wir die weg und dann gucken wir mal, dass wir irgendwo in den Schnee oder ins Wasteland nochmal fahren und uns hoffentlich eine Nagelpistole besorgen. Die wird ja wohl da irgendwo droppen oder zu kaufen sein. Wenn sie zu kaufen ist, wird sie wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein. Deswegen will ich noch eine Quest vorher machen, weil wir haben nur 10.000 Jetons. Ich sehe mich schon da stehen und dann, ja, uns fehlen 1.000 Jetons, ne? Da habe ich halt keinen Bock drauf. Die Idee kam übrigens vom Tobias, dass wir da nochmal hinfahren und gucken. Na, Moppefutzki? Alter Kingpin. Der bleibt einfach stehen. Was ist das denn? Junge, Junge, ja, der hat halt genug Schwungmasse, ne? Der hat genug Schwungmasse. So, fahren wir da hin, gucken, was die Händler zu bieten haben. Vielleicht finden wir so eine im Loot. So, wir werden sehen. Ist das hier die Krypta? Kann das sein? Ne, ist dahinter irgendwo. Oh, das Haus hier, das müssen wir auch noch leer machen. Das Piss-Off-Ding, okay. Aber erst müssen wir hier ins Hillbilly-Haus. Das kenne ich. So, machen wir das ganz schnell zuerst hier. Das Horderhaus, genau. Das gute alte Horderhaus. Vielleicht finden wir hier schon irgendwen oder was. Ja, komm raus, nerv nicht. Ernie, mein Freund. Der zerlegt einfach den ganzen Schrank. Ich glaube, es hackt hier. Wo hast du Bert gelassen? Hallo? Ach, da. Ja, das war Ronald, das ist nicht Bert. Aber egal. So, hier auch bitte dran denken, wenn ich hier so Häuser mache. Mittlerweile, wir sind so weit, ja. Wir haben so viel von allem Zeug. Wir tun nur spezifisch sammeln, was wir gerade brauchen. Oder aber ich renne hier einfach durch, nur zum guten Loot, ja. Das ist so mein Ding. Die können wir... Hallo! Wie geht's Ihnen? Nein, ich möchte nicht Mitglied bei Ihnen werden. Ja, bin dann eher so... Von den Farben her schwarz, nicht unbedingt grün. So, die können wir mitnehmen. Da kann ja Stahl drin sein. Ne? Sehr gut. So. Super. Wo ist der Köter? Auch irgendwo hier sein. Alter Falter. Womit haben die das gepresst? Oh, die Presswurst. Da kam hier nicht irgendwie Elke durch die Decke. Siehste, wusste ich's doch. Bleib liegen. Halt, nein, so geht das nicht. Der Respawn, ne? So. Oh. Southern Health Institute, Texas. Okay. Ja, die fliegen, ne? Die fliegen, also die Normalo-Zombies hier. Die kannst du einfach so wegballern. Da kann vor allem jetzt, wo wir es komplett durchgeskillt haben und alle Bücher gefunden. Kannst die so easy wegklatschen. So, und übrigens, wir werden es gleich auch noch lesen. Ich hatte ja letzte Folge gefragt, ob jemand weiß, warum, ne? Wir haben ja auch unsere Anfängerreihe gestartet. Also, wenn du Consolero... Ja, Konsolenspieler, Spielerin bist und neu, für dich ist das hier alles neu. Schau mal, wir haben eine richtig, richtig schöne Serie gestartet für Anfänger. 7 Days to Die, für Anfänger heißt es auch, ne? So, da kam die Frage auf, als ich die Einstellung gezeigt habe, wieso kann ich da random generierte Karten machen und wir nicht, ja? Ich habe mittlerweile, ihr habt es auch geschrieben, ja? Ich habe mittlerweile das Problem gefunden. Es ist kein Problem, sondern folgendes, und zwar...
Haben die PC-Spieler haben diesen Weltgenerator schon, dass sie random generierte Karten machen können. Ihr Konsolenspieler leider noch nicht. Da soll der wohl mit dem Update, mit dem ersten Update jetzt Ende des Jahres kommen. Das heißt, so lange könnt ihr nur vorgenerierte Karten, die sich schon da drauf befinden, benutzen. Wo da hinten? Nein. Nein. Nein, hier ist sowieso kein Platz, ey. Mann, 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 Mann. So, also ein wenig Geduld. Zack, zack, zack. Jupp, jupp, jupp. So, der erste Kommentar heute kommt vom Sascha. Der schreibt, hallo lieber Ed und alle Edinauten. War wieder mal eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Danke für deinen Kommentar, Sascha. Vielen lieben Dank. So. Ah, das auch noch ein bisschen. Sollen wir heute alles näher räumen hier? Wo das nicht gut ist. Wir wollten ja in Schnee und Co. Das hier. Ach, Ruhe. Nervst, ne? Gott, ich würde die Krise kriegen, wenn ich in so einem Haus wohnen müsste hier. Schau erst mal an. Bitte was? Haben Sie ein Problem, Herr Bob? Unglaublich hier, ey. Und diese unfreundlichen Nachbarn, weißt du? Flossen weg. Warum sind das alles nur noch Ferale hier? Gut, du nicht. Aber trotzdem. Der offen? Nein, der ist verschlossen. Wir nehmen direkt den hier. Geht schneller. Gamer Affe schreibt, Hallöchen Ed und Edenauten. Das war wieder mal eine super Folge. Danke dafür. Und hab auch mal in den Anfängerguide reingeschaut. Und hast es echt cool erklärt. Liebe Grüße und noch einen schönen Sonntag. Dankeschön, Dankeschön. Natürlich. Alle, die schon etwas länger Seven Days spielen oder die schon... Oh, da haben wir was gefunden. Oder die halt auch Ahnung haben, weil sie schon länger spielen, ne? Die dürfen die natürlich auch gucken. Hier schön füllen deine Ausdauer wieder auf. Okay, machen wir das. So, das heißt nicht, dass der, dass nur Anfänger den gucken dürfen, ne? Natürlich darf den gucken, wer möchte. So. Aber meine Intention dahinter war halt, jemand, der schon, was weiß ich, seit langem auf dem PC spielt und das alles kennt, für den gibt es da halt nichts Weltbewegendes Neues, ne? So. Jupp, jupp. Aber, weil es halt einige Individuen gibt, die halt meinen, nur ihr Weg ist der richtige, ja? Habe ich genau deswegen den angepinnten Kommentar geschrieben, wo es ja schön drin steht, ne? So, das ist mein Weg und nicht der einzig wahre. Guten Tag. Was? Nein. Oh. Okay. Multikill. Monsterkill oder wie war das, ne? Ah, Bücherregale. Home Cooking. Hinten ist es ein Bücherregal, von vorne ist nix. Hä? Okay. Na denne? Genau, das wollte ich, den Loot hier mitnehmen. So, Kisten auf, Mo Power. Vielleicht ist ja ein Elektrostab drin. Was ist da? Müll. Tada! Ein Buch. Leider kein Elektrostab. So, her damit. Damit. Auch noch zu trinken hier. Zu trinken habe ich diesmal Gott sei Dank mit. Nur halt leider nichts zu essen, weil wir haben noch nichts gekocht. Wir sind noch am Anbauen, dass es mehr wird. Das dauert noch ein bisschen. Das ist easy, das Haus hier. Oder kriegst du auch schnell schön. Finde ich. So. Zwoa ist ja jetzt nicht so wild. So. Sehr schön, sehr schön. Tada! Hier machen wir nur einmal.
Oh, wo ist der? Ja, komm, wo ist der Hund? Ja, natürlich. Hallo! Alter, 1800 Leben hat der schon. That's a lot. Warum ist der denn da sauer? Warum ist der sauer? Kann mir das mal wer verraten? Und wieso ist meine Kamera an? Er hat sich gerade wieder von alleine angemacht. Ey, es ist... Ach, ja. Wir lieben dieses Ding, ne? Wir lieben dieses Ding. So. Kann mir auch mal wer in die Kommentare schreiben. Habt ihr auch eine Obsbot Tiny 2 Kamera? Tut die sich bei euch auch von alleine immer verstellen? Von alleine anmachen? Von alleine ausmachen? Ich weiß nicht, warum die das macht. Keine Ahnung. So, ich meine, sie macht ein viel klareres und tolleres Bild als meine alte Logitech 920C. Aber das sind halt so Sachen, die nerven. Guck mal, wie schnell das jetzt geht hier. Dadurch, dass wir eine Knarre haben und keine... Aha. Oh, da soll ich hoch, ne? Da will ich aber nicht hoch. Ach, hier liegen ja, oder hier hängen ja die Tünnisse, ne? Na, sie? Aua, das sieht nicht gesund aus. Wir machen die mal weg. Ja, der ist Holz, klar. Ich tue das Hillbilly-Haus hier, ne? Nee, 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 wir kennen das ja. Lass mir ja den Loot da stehen, oder hat er jetzt den ganzen Loot gesprengt? Er hat den ganzen Loot gesprengt, natürlich. Was auch sonst. Mensch, Ede, du Pfeife. Hat den ganzen Loot gesprengt. Alles! Zwei Kunststoffteile noch. Und 8 Knochen, yay. Ah, das hat sich mal gelohnt, aber okay. Ah, bisschen Erste Hilfe haben wir noch. Wow. Dankeschön. Ruhe. Ja, schön da rein. Ah, da oben ist noch einer. Was ein Kack, ey. Hätte den Loot gern gehabt. Nein, ich muss den sprengen. Er haut hier rum. Ach, Ruhe. Dann gehen wir doch mal raus und klettern da hoch, gucken, wer da gewesen wäre. Hier der Hund. Ja. Bin immer noch nicht fertig. Wir sind immer noch nicht fertig. Warte. Wollen wir mal. Okay. Wieso nicht? Bei mir gibt es keine Explosion. Hier gibt es nur bei den Zombies. Der schöne Loot. Er hat ihn einfach gesprengt. So. Ah, da. Jetzt haben wir's. Mann, 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 Mann. Gucken, hier wäre es reingesprungen, ne? Hm, dann wären die alle gekommen. Am A-Punkt-Punkt, ne? Am A-Punkt-Punkt. So.
Wen haben wir da noch? Mamika, die schreibt, Hauptregeln meinte ich und mal wieder Lachkrampf. Danke für den schönen Abend. Lachkrampf, warum? Ruhe, Waschi. So, aber Quest geschafft. Zurück zum Händler. Was? Hier ist noch eine. Das ist unsere, ne? Ja. Das ist unsere. Aber wir lassen das mal hier jetzt. Können wir schon mal gucken. Wo war der Schnee? Der war hier unten, ne? Na, ganz weit unten. Da ist Trader Hugh, da könnte man gucken gehen, aber das ist halt... Hier haben wir noch keinen Trader gefunden. So, eigentlich ist es Blödsinn. Wo sind wir? Gerade Trader Rekt. Da sind wir. Sind wir da oder dort? Da sind wir. Okay, ja doch, dann können wir auch rüberfahren zu uns hier. Dann gehen wir da hin. Genau. So. Dann können wir nämlich noch schnell nach einer Brennstoffsparer-Mod gucken. Und wenn wir die haben, dann düsen wir runter in Schnee. Dass wir nicht so viel Benzin verbrauchen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So, der Jan-Peter schreibt, Moin Ede, die Prepocalypse-Mod ist im Launcher. Ansonsten danke für deine Zeit und Mühe. Ich weiß, habe ich gestern schon geguckt. Prepocalypse und sogar die Warzog ist jetzt auch da. Also die ersten beiden Mods sind schon da. Dann wird es jetzt wohl die nächsten Tage voller und voller werden, schätze ich mal. Wuhu! Ich bin gespannt. Wir machen natürlich hier noch erst weiter. Aber dann wisst ihr Bescheid. Wenn das hier Ende ist, dann starten wir mit den ersten Mods, ne? Ich möchte jetzt nur nicht hier mittendrin abbrechen und sagen, so Ende, zack, Mod. Das wäre ein bisschen unfair. Ich will auf jeden Fall noch unsere Hordenbase da fertig kriegen und gucken... testen, ob die auch noch zu 100% so funktioniert. Weil in der Warzug können wir die zum Beispiel so nicht bauen, weil es da ja die ganzen Titanen gibt, wenn es die noch gibt. Keine Ahnung, ob die immer noch drin sind oder ob er die rausgenommen hat. I don't know. Aber die sind ja riesengroß, die passen da nicht rein. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Also diese Hordenbase, die wir hier gerade bauen, die würde zum Beispiel in der Warzug, wenn es die Titanen noch gibt, nicht funktionieren. So, zack, zack. Mach mal zu, gucken, was du mir gibst hier. Wenigstens ein paar Shadons. So, was haben wir denn? Ah, hier, Bücher. Dankeschön. Ja. Ach komm, jetzt sowieso nichts hier. Unglaublich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Unglaublich. Einfach nur unverschämt, der Kerl. Einfach nur unverschämt. Aber okay. Wir kennen ihn, wir wissen, wie er drauf ist. Krankenwagen hier, Krankenwagen da. Ritraha. Ich sag's euch, eines Tages, ja, eines Tages... baue ich mal einen gigantischen Highway von jedem Biom zu jedem Biom. So, dass wir immer nur da hochklettern und mit unseren Fahrzeugen da drauf fahren. Und Ruhe haben. So, wie sieht's eigentlich aus mit dem Truck jetzt? Wir haben ja eben wieder ein Buch gefunden. Das würde mich mal interessieren. 63, 7 Bücher noch, okay. Räumen wir die ganze Kacke weg hier. Wir haben die Mods wieder und Co. Mod, Mod, noch einer. Mod, 300 mal dieselben Mods. Das ist echt ein bisschen übertrieben hier. Nee, wohin damit? So, der gute Trader. Auto Elektrik, rein da. Jetzt habe ich mir wieder den Benzin weggetan. Den Benzin, das Benzin. Auch schon hier. Baller, baller in der Birne. Labert der da, der Typ. Elektrik, die kann da rein. Oh, ist auch schon alles voll. Ist auch schon viel zu viel, ne? Was sollen wir damit? Keine Ahnung. Gib mir die mal. So. Hier kommt jetzt alles weg, außer die 5er und 6er. Oh, ein bisschen Platz. Weil braucht kein Mensch. Da haben wir auch schon zwei von. Zack, Dankeschön. Weg damit. 15 Reifen, 109 Lampen. Was sollen wir damit? Was sollen wir damit? So.
So, mach auf. Danke, danke, danke. Tank, Fahrzeug, Reservetank, Mod. Verfolg mal. Machen wir mal. Als erstes. 1, 2, 3, 4. 10 Plastik. Haben wir hier nur 1800 von. So. Ach, gib mir alle her. Die brauchen wir gleich sowieso wieder für den anderen auch noch. So, habt ihr klein hier? Habt ihr. Geht relativ schnell. Fertigen. Jetzt Brennstoff-Sparer-Mod. Die wir verfolgen. Jawohl. Sehr gut. Werkbank. Wir brauchen wieder 4 Stück. Die können weg. Wir brauchen hier wieder 5. So, schon wieder 10 Plastik. Und hier. So. Das heißt, auch fertigen. Eine Minute 20, das heißt 2,5 Minuten. Blöd. Ach, wir können auch nicht mehr. Okay. Ist denn noch jemand hier, der aufs Maul will? Sieht nicht so aus. Dann lass mal gucken. Der nächste Kommentar kommt vom Tobias. Er schreibt, Edel, kann es sein, dass es im Grün keine höhere Mission gibt, da die größeren Gebäude, die es dafür braucht, nicht im Grün sind? Und versuch doch mal im Schneegebiet bei dem Händler die Nagelpistole zu bekommen, damit du richtig nageln kannst und eventuell einen Erdbohrer. Jo, genau wegen deinem Kommentar machen wir das jetzt gleich auch, lieber Tobias. Und könnte gut möglich sein, da hast du recht, ne? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Könnte durchaus sein, dass das deswegen ist. Naja, schauen wir mal. So, trinken. Können wir auch wieder leer machen hinten. Essen müssen wir. Haben wir irgendwas doppelt am Dosenfutter? Nein, das ist doof. Das ist doof. Dann gib mir die mal. Gib mir die mal. Gib mir die mal. Gibt's eigentlich immer noch Steak mit Kartoffeln? Gibt's, aber da brauchen wir halt Wildbret für, ne? Das ist halt... Boah, wir haben 200 Wildbret. Tierfett. Was beim Essen trinken drin? Na gut, Tierfett haben wir keins, ne? Doch, haben wir zweimal. Warum habe ich das zweimal, Experte? Brauchen wir da nur eins? Immer eins. Und drei könnten wir auch machen. Gib mal her. Machen wir das. Das kostet nämlich kein Wasser. So. Zack, Dankeschön. Steak mit Kartoffeln ist hier. Verfolgen. Favoriten. Zack, 46 Stück. Bitteschön. Rein da. Weg, 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 weg. Das heißt, das ist Tierfett. Das kommt hier hin. So. Die tauschen auch. Pilze kommen dahin. Und dann sind wir schon gut dabei. Dann können wir das immer so kochen. Dann braucht man nur Tier, ne? Hier Fleisch und Tierfett immer. Aber das sollte kein Problem sein, wenn wir in Schnee fahren. Das sollte mehr als genug sein. Der ist fertig. Der auch. Jawohl. Dankeschön. So, die bauen wir jetzt ein. Tanken. Und der René schreibt, hallo. Ich habe die PS5-Version und es kommt erst Ende des Jahres ein Update, damit man Karten selber erstellen kann. Mach weiter so. Genau, René, ne? Richtig. Hattet ihr auch schon ganz oft geschrieben und ich habe auch nochmal nachgeguckt. In der Roadmap sieht man es super. Einfach 7 Days to Die Roadmap suchen auf Google oder dem Browser deines Vertrauens. Dann findet man das direkt. So, reparieren können wir auch mal wieder. Öffnen. Rein da, jawohl. Geräusche moderat, okay, das ist mir egal. Geschwindigkeit schnell, 14 Meter pro Sekunde. Gas, Gas. Voll. Oh, jetzt macht er uns... Ist das die richtige Richtung? Da hinten im Dorf. Ich mach mal so einen Wegpunkt drauf. Ja, Drop. So, da will ich jetzt nicht hin.
Weil der wieder genau in die entgegengesetzte Richtung ist. Ich will jetzt hier runter zu You. Da will ich hin. Das wird schon weit genug, 3 Kilometer. Ach! Hier sind ja... Wanderhorde, okay. Die latschen einfach an uns vorbei. Das finde ich aber nicht nett. Ich will doch eure EP haben. Und euren Loot, den nehme ich auch gern. Kein Problem. Weg damit, weg damit, weg damit. Schon wieder 3 Punkte. Nice. Finden sie noch welche? Los. Hier ist hinüber. Komm, steh auf. Oh nö, nicht ihr. Ruhe. Oder habt ihr geschrien? Die hat geschrien. Flossen weg. Da kommen sie doch. Mann, ich wollte in den Schnee, Leute. Habt ihr mir hier schon wieder ein Loch reingehauen? Oder seid ihr hinten rumgekommen? Aber ist gar nicht so verkehrt, weil... Wir haben schon wieder ein Loch reingehauen. Weil wir müssen nochmal hoch Essen holen. Das haben wir wieder nicht geholt, ne? Ich bin jetzt wieder ohne Essen losgefahren, ich Experte. Und dann kommt wieder... Ich verhungere, ich habe nur 10 Ausdauer. Guckt mal, Leute. Da ist ein Loch. Ihr könnt einfach so hier reinlaufen. Ihr müsst nichts kaputt hauen. Ständig. Das ist nicht nett. So geht das nicht, Jo. So geht das nicht. Und die beiden nehme ich auch noch mit. Da haben wir was zu essen für unterwegs. So, und jetzt haue ich ab hier. Ich habe die Schnauze voll. Ich will den Schnee. Mir ist zu warm. Abkühlen. Mann, 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 Mann. So, wen haben wir noch? Den Bamble Warrior. Karten erstellen bei der Xbox funktioniert wie beim PC. Ich hoffe, dass man in Zukunft bei Konsolen auch Mods draufziehen kann. Rammstein fragt dich, wie erstellst du Karten auf der Xbox? Hast du ein anderes 7Days to Die als ich? Ich habe nur fertig erstelltes Territorium. Genau. So, also es wird dann genauso funktionieren, Rammstein, wie ich es erklärt habe, ja. Aber halt erst mit einem Update Richtung Ende des Jahres. Ich weiß nicht, was für eine Version Rammstein da hat, dass er generierte Karten hat. Übrigens hier, ne, man sieht es auch schön. Die Zusatztanks an der Seite. Sehr vertrauenswürdig. Aber okay, Hauptsache wir haben mehr Tank im Tank und vor allem wir verbrauchen weniger. Weil wir die Brennstoffsparermod haben. Das ist wichtig. So. Sehr schön. Sehr schön. Also, weder PS5 noch Xbox haben halt im Moment die random generierten Karten. Da. Endomeri schreibt auch nochmal, nein, die PS5 hat keinen Map-Generator, nur die Nevis-Gen-Map und die 4K, 6K, 8K und 10K Pre-Gen-Map. Genau, so sieht's aus. Also die vorerstellten Maps, ne, die könnt ihr spielen und der Map-Generator wird dann nachgereicht Richtung Ende des Jahres mit dem ersten großen Update, was da kommen soll. Was dann, glaube ich, noch dazu Wettereffekte und so weiter bringt, ne. So, weiter geht's. 2 Kilometer noch. Das ist ein ganz schönes Stück, aber das macht nichts. Dann können wir in Ruhe... Wir haben schon wieder 13:42, ey. Die Zeit rennt hier. Aber das ist, weil ich 60-Minuten-Tage spiele. Ansonsten ist mir das zu lang. Das geht ja nicht, do. Das geht ja nicht. Boing. So, wen haben wir da noch? Den André, der schreibt folgendes und zwar: Hallo lieber Ede, ich bin gerade in den 7Days to Die Einstellungen beim Karte erstellen auf der PS5. Eine eigene Welt generieren geht hier nicht und eine Vorschau für die Welt gibt es auch nicht. Jo, genau dasselbe, lieber André, wie gerade schon gesagt, erst Ende des Jahres für die Konsolen. Weiß nicht warum, aber
Ist halt so. Ich denke, sie hatten, also was heißt ich denke? Ich finde, sie hatten mehr als genug Zeit, den Map-Generator da auch noch reinzupacken. Wahrscheinlich hat er dann wieder irgendwelche Probleme gemacht oder so. Weswegen sie ihn rausgenommen haben und dann später nachliefern. Weil merkst du was? Guck mal. Wir haben die Brennstoffsparer-Mod drin. Kaum Verbrauch hier, ne? So gut wie gar nichts. 900 Meter noch, dann wird's kälter. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun, ne? Da 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 da. Bong daneben. So, 14.12 Uhr. Oh Gott, ey. Euch ist klar, dass wir heute nicht mehr nach Hause kommen, ne? Tag 38, dann hätten wir schon Tag 39. Das heißt, die nächste Horde, die ist auch schon wieder in Sicht. Hui! Das wird lustig. Das wird lustig. Auf jeden Fall. So, hier gibt es wenigstens ordentlich Fleisch. Das kann man dann wieder einsammeln. Weil ich muss ehrlich sagen, im grünen Gebiet, ja, da gibt es ja gar kein Fleisch mehr, ne? Da gibt es keine Rehe oder hier und da mal ein Reh. Aber es gibt keine Bären, keine Wölfe, keine Pumas, nix. Gar nix. Mach auf. Aha. So. What are you hunting today? What are you hunting today? You can outrun my bullets. Oh Mann, hörst du dich an? Was für eine Stimme hat dieser Kerl? Hanftroll schreibt: Hey Edon, Edon Norden, kann zufällig schon jemand sagen, ob ich am PC Mods benutzen kann, wenn ich mit jemand auf der Konsole zocke? Hätte gerne das große Inventar. Das kann ich dir nicht sagen, Hanftroll, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Weil ne? Wenn das jemand weiß, ob für PlayStation und Xbox auch Mods kommen sollen, dann schreibt es doch mal hier hin. Weil ich gehe jetzt erstmal davon aus, weil das sind ja feste Systeme. Das ist ja nicht so wie beim PC, wo du dir Sachen runterlädst und installieren kannst und so, ne? Von Hand. Dass da keine Mods gehen. Da gehe ich jetzt erstmal von aus. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. So. So. Gerade was hier trunken. Da sind noch zwei Vehicle Adventures. Erstmal gucken, ob wir hier irgendwo eine Nagelpistole kriegen. Oder wenigstens Elektrowerkzeugteile. Dass wir selber eine bauen können. So, aber es sieht wieder nach Pustekuchen aus. Gewehrteile, Stahlspitzhacke. Eine Nagelpistole gekauft. Zack, ping, bung. So. Und dafür gibt es jetzt einen Applaus für Tobias. Ne? Wisst ihr Bescheid so. Halleluja. Halleluja. Dann können wir auch noch die Autobücher kaufen. So. Sehr gut. Ich habe hier einen Hammer für dich. Den kannst du behalten. Keep it coming. Aha, warum soll das auch Charity sein? Du bist auch so ein Charity. Was ist hier drin? Ein Maiskolben. Ein Militär-LKW mit einem Maiskolben hinten auf der Ladefläche. Ist klar. So, drei Punkte haben wir. Worin verballern wir die? Ich glaube, wir waren hier dran, ne? Beim Maschinengewehrschütze. Ich wollte das hier auf die 10 haben. Dann sind wir fertig. Dann können wir jetzt den durchballern. Dann können wir Schmerztoleranz hochmachen. High Faktor, eiserner Magen und Ausdauertraining. Und dann sollte uns nichts mehr aufhalten hier. So, ich will mir das Ganze gerne mal angucken. Wir gehen ein bisschen Rabatz machen. Das heißt. Oh, da ist doch schon der erste, siehst du? Da hinten ist der gute Loot drin. Der gute Mo. Flaming Mo hier. So, flamen wir Mo. Immer gern. Und da sehe ich schon grünen Eder. Nein, lass das. Weg mit dir. Weg mit dir. Ist schon krass, ne? Es ist schon krass. So, noch wer hier drin? Nein.
Sehr gut. Her damit. So. Oh, Forge Ahead. 75. Yeah. Wir haben Forge Ahead fertig. Vierer Nerd-Handschuhe. Schon wieder zwei von den Dingern. Also die legendären Teile, die sind gar nicht so legendär, finde ich. So viel, ey. Haben wir nicht Nerd-Handschuhe an? Nee, ne? Wir haben Biker-Handschuhe an, wegen Nahkampfwaffenschaden. 50%, okay. Könnten wir uns auch mal 6er machen. Ja, jetzt sind wir fertig, jetzt brauchen wir die nicht mehr. So, was da hinten drin ist, interessiert mich nicht. Weiter geht's. Das waren die guten Sachen. Was? Ach ja. Ach stimmt, ja, hier ist ja wieder alles voll mit den Holzfällern, ne? Da waren wir schon drin. Gehe ich jetzt nicht wieder rein. Pass and Gas. Da ist Fleisch. Dankeschön. Nehme ich gerne mit. Ja, ich weiß, mit dem Fleischmesser kriegst du ja mehr raus, aber hast nachher so viel. Wir haben so viel, du weißt nicht, wohin damit. So, Mo Power. Danke, danke, danke. Das ist echt Wahnsinn, wie viele Bücher da mittlerweile drin sind. Ruhe. Dankeschön. Hallo. Komm du doch her. Benzin. Hallo. Pamela. Tatsache, hier liegen noch Normalos drin. Hui. Aber hier ist nichts drin, ne? Nö. Wo ist der gute Loot? Auf dem Dach? Oder überall verteilt? Wer weiß. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, wir haben eine Nagelpistole. Wie gut ist das bitte? Mal die Sachen ganz blöd. Oh Mann. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte wechseln. Oh, komm, wir machen ja ein bisschen Spaß. Das scheint dann ein Fehler zu sein. Da auch. Nö, da explodiert's. Hier nicht. Wenn das Gastanks hier sind, dann wäre es lustig, wenn die auf einmal so wegfliegen würden, wenn ich ein Loch reinschieße. Das würde ich feiern. Das wäre genau mein Humor. So, was hier oben? Okay, da ist jemand sauer. Nein. 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 Wäre auch eine schöne Base gewesen hier. War Vorschlag. Aber diese Gebäude gibt es ja nicht mehr im Grünen, ne? Das müssen wir wieder mit Mods machen. Bin mal gespannt, ob die Total Conversions, wie die Prepokalypse oder die Warzook, ob die da auch wieder was ändern, so dass du auch wieder große Städte im Grünen hast. Ansonsten kannst du meiner Meinung nach für fortgeschrittene Spieler das Grüne vergessen. Da schläfst du ein. So. Mo Power Van. Saschas liebstes Fahrzeug. Aha. Nicht wahr? Schon wieder 17 Uhr hier, ey. Was ist das hier? Gifts. Okay. Was haben wir hier? Du bist nass. Warum? Es schneit nicht, es regnet nicht. Wieso bin ich nass? Wenn ich mal fragen darf. Tiss! Frechheit. Oh, hallo! Ich brauche Sie, werter Herr Bär. Sind wir sauer? Macht nix. Landet gleich in meinem Kochtopf. So,
Aber da. Ah, die Verwahrlosten-Akademie. Die kennen wir doch. Die Verwahrlosten-Akademie. Man nennt sie auch Schule, ne? Oder wie war das? So. Ich das noch? Wo ist hier nochmal der gute Loot, ey? Kann es sein, dass der... Darf's da wieder nicht ran. Weil da ist ja ein Rand vom Fenster, ne? Da darf man nicht hin. So, wir werden jetzt übel aufs Maul kriegen, pass auf. Ist schon alles grün. Lad mal nach. Da oben ist der Loot. Volles Leben. Nein, ob das so eine gute Idee ist hier. Ich nehme den schon mal vorsichtshalber. Kommt her. Oh, hallo! Aua! Was zum Teufel? So, jetzt geht's wieder ein bisschen leiser. Ich sagte leiser. Kann aber nicht so. Überall unter uns, ne? Kann das sein? Wo kommst du jetzt her? Ich hab doch extra geguckt. Keine Ahnung. Da kommt noch einer. Kommen die alle hier hoch, oder was? Kommen alle hierher, ne? Kann man hier hoch? Scheint. Von da unten hier hoch, oder von da? Hm. Wer ist da drin? Niemand. So, was haben wir überhaupt? Wir haben... Ach, Ruhe. Ich wollte eigentlich da hoch. Ja, zum Loot, ne? So, ist hier noch mehr? Ja, genau, damit ich da wieder einbreche, ne? Ich kenne euch Säcke doch. Wir kennen sie doch. Am Arsch. Such den anderen Doofen, der da einbricht. Danke, danke. Mach weg, wir haben mehr als genug. Oh nein, Arm verstaucht. Wow, 5 Stahl. Das bringt's. Da drin hängt er. Ah ja, lass ihn hängen. So, wir machen gerade die Truhe auf. Gucken, was da drin ist. Ich bin gespannt. Weil hier hast du ja richtig schön, Game Stage, ne? Loot Stage. Ja, das wird schön. Das wird schön. Hey, eine 5er M60. Nice, sehr gut. Helmlichtmod. Ja, geil. Nice. Das ist zwar schade um die 6er gebaute, aber sage ich nicht nein. Die hat 82,6, die hat 66,4. Ja, definitiv. Verändern, raus da mit dem Zeug. Tut mir leid, AK, aber du bist Geschichte. So, verändern. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Abschließen. Perfekt. So, akzeptieren. Wo ist der Schatz? Da hinten irgendwo. Den können wir holen gehen. Dankeschön. Siehst du, hat die Verwahrlosten-Akademie doch was gebracht. Ah. Sehr gut. Nenn mich Rambo. Gute Nacht. So, Punkte haben wir leider keine, aber geht gleich los, dann ist er eh schon auf 5. Der hier alles weggesprengt, ey. Ein schöner Turm.
So, auf zum Schatz. Yeah, hast du gesehen? Auf drei Beinen. Biu, 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 hüpfte er rum. War das noch was Grünes? Lass stehen, juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Ich will zum Schatz. 1 Kilometer. Alter, wo ist bitte der Schatz? Wieso taucht jetzt erst der Zaun auf, wenn ich fragen darf? Aber hier, ne? Du siehst es. Solche Städte vermisse ich halt im Grün. Die möchte ich im Grün haben wieder. Es ist viel schöner, vor allem wegen den ganzen Gebäuden. Ich möchte nicht immer in denselben drei Gebäuden meine Basis bauen müssen. So. Außer man sagt, ich baue sie komplett von alleine, aber das mache ich meistens nie. Weil es viel zu viel Ressourcen kostet am Anfang. So, und ich dann lieber mich in irgendein Haus setze und die Ressourcen direkt in eine Hordenbase stecke. Wenn du jetzt natürlich jemand bist, der ohne Horde spielt und nur so die Zombies hier hat und halt bauen möchte und survivalen, dann ist das was ganz anderes. Aber ich brauche diese Zombie-Massen, sonst macht das keinen Spaß. So. Mal gucken, was im Schatz ist. Ich bin gespannt. Da hinten auf den billigen Plätzen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Hm, ja, 1949, okay. Da, 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 da. Was ist hier los? Halb Minuten noch, Arm verstaucht. Dann geht das immer schnell weg. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Auf die HD-Auga in der Warzog. Alles weg. Ach, so schön. Worauf ich mich nicht so freue, sind die scheiß, Seuchen. Hast direkt wieder Vogelgrippe und den Mist. Aber hey, das gehört dazu. Sehe ich jetzt schon wieder fluchen und mich aufregen. Spielen tun wir es trotzdem, ne? Ist ja klar. So. Steckt ein Meteor ein oder warum wird das so rot hier? Da ist der Schatz, da ist der Schatz. Two minutes. Oh. Aber wir sind echt schon gut ausgerüstet. Jetzt brauchen wir noch eine fette Auto-Shotgun da und dann läuft das. Klar, 5er Diegel nehme ich auch. Kein Problem. Und lass mal gucken, wie die reinhaut. Aber die wird nicht so hart reinhauen, weil wir halt die 0 geskillt haben. Ne? Aber sie ist trotzdem gut. Ja, ungeskillt, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist halt auch ein Ballermann, ne? Der macht richtige Löcher. Ne? Siehst du? Da schlägt der Holzfällermann ein Salto. 1950 war das ein Ferraner? Kann das sein? Was ist? Wo bist du? So, also, voller Erfolg, unser Ausflug in den Schnee. Wir haben eine M60, wir haben unsere Nagelpistole und wir haben so noch ein bisschen netten Loot gesammelt.
20.52 Uhr. Ich düse jetzt nach Hause, fange direkt an, das alles auf Beton aufzuwerten. Ja? Du lässt einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, danke für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.